Dirk Nowitzki bleibt den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA vielleicht noch ein weiteres Jahr erhalten. Ich sage nicht zu 100%, dass ich weitermache, aber es sieht danach aus, sagte Nowitzki der Dallas Morning News. Wir werden sehen, wie sich der Körper anfühlt, aber bisher ist alles bestens. Der 39-jährige Deutsche besitzt in Dallas noch einen Vertrag für die kommende Saison, allerdings mit einer Teamoption. Dennoch gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass sich die Mavs gegen den Willen Nowitzkis entscheiden würden. Der 2,13 Meter große Flügelspieler spielt derzeit seine 20. NBA-Saison bei den Texanern und hat bisher jede Partie absolviert. Ich würde gerne alle 82 spielen. Das wäre für einen 39-Jährigen doch unglaublich, sagte Nowitzki. Allerdings konnten in dieser Saison bislang weder Nowitzki noch die Mavs überzeugen. Der NBA-Champion von 2011 verlor am Donnerstag gegen den Titelverteidiger Golden State Warriors 97:11, 48:48. Es war bereits die 21. Saisonniederlage bei nur 8 Siegen auf dem Konto. Nowitzki erzielte 18 Punkte und sammelte 9 Rebounds. Dallas Trainer Rick Carlisle würde eine Karrierefortsetzung seines Veterans begrüßen. Ich hoffe wie verrückt, dass er für ein weiteres Jahr zurückkommt. Und so, wie er arbeitet und trainiert, sieht es gut aus, sagte der Mavs-Coach nach dem Spiel gegen die Warriors.